Und ich habe keine Gegner, bis auf diesen gammeligen Jellyfish da. Mistgeräte. Da unten, das ist natürlich sehr cool, weil da könnt ihr nicht mal weglaufen. Oh, hier sind noch so viele von diesen Dingern. Lass mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, da ist nur ein Lemur. Jetzt tötet den auch. Der hinterlässt mir nicht mal Geld. What the hell? Naja, dann machen wir erstmal dieses Ding auf. Dann kann ich zumindest hier die Truhe schon mal benutzen. Muss ich mir hier ganz hoch. Es ist ein Use-Item. Es ist das Bouncing Brain. Na gut. Jetzt kommen hier oben natürlich ein Haufen Gegner. Toll. Ganz toll. Oh, das macht gar nicht so schlecht Schaden. Okay. Na denn. Okay, ich muss hier runter. Ich muss die töten, bevor irgendwas passiert. Und es ist irgend so ein... Ich glaube, es ist wieder ein Lebensitem. Jo. Das ist das komische Eck. Oh, oh. Meine Drohne brennt. Nose. Was ist das? Oh. Randomly freeze opponents for bla Zeit. Na, warum nicht? Mach ich das noch? Ja doch, ich mach das nochmal. Da unten ist das cool. Da kriegt man das nämlich sowieso hin. Das ist schön. Ah, die Drohnen, die will ich doch haben. Die sind doch richtig gut. Im letzten Ding ist schon ziemlich gut. Gute Dienste geleistet. Das war... Ah. Incoming Damage Reduce. Jetzt hätte ich eigentlich dieses Ding noch gerne, aber... $20 fehlen mir dafür. Tja, schade. Aber kann man nichts machen. Ja, das war doch blöd. Warum stiebt ihr den da runter? Ah, da ist noch eine Truhe. Kann ich die... Nein, kann ich noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Aber hier könnte noch das fehlende Geld drin sein. $6 werden noch wohl in diesem Ding drin sein, oder? Ja, selbst wenn nicht, hier haben wir dann definitiv noch genug Geld. Da, wenn ich nicht runterfalle. Shit. Na, prima. Da ist auch noch... Ich habe das Ding habe ich gar nicht gesehen gerade. Da haben wir hier noch mehr. Dann muss ich sowieso da oben hin, wegen Schreien. Moment, ich habe eine Idee, wie ich das am sinnvollsten mache, glaube ich. Erstmal hier hoch. Dann mache ich noch einmal dieses komische Ding da oben mit den Viechern töten. Ja, vielleicht noch mehrmals, wenn ich den hier töte und dann genug Geld dafür habe. Was sehr gut aussieht. Okay, mindestens einmal kann ich es machen. Dieses Ding da. So. Was ist das für ein Item? Oh. Großzeug. Ich mag die Drohnen eigentlich mehr. Fand ich irgendwie besser. Ich mach das nochmal. Oh, ein Messer. Das lohnt sich doch definitiv. Das ist die Frage. Ich glaube, ich werde diesen Schrein da auch nochmal benutzen. Für 17, wenn da ein Item rauskommt, dann lohnt sich das richtig. Es kommt leider kein Item raus. Komm. Einmal, nee. Ich wollte gerade sagen, einmal geht noch. Einmal würde auch noch gehen, wenn ich auf diese Viecher da warten würde. Will ich aber gerade gar nicht. Töte das Ding. So, und jetzt gehen wir hier runter. Es ist der Wandering, was? Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, nö. Oh, nö. Bitte, Drohnen, erschießt das Drecksgerät. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist ein komisches Mistviech. Okay, aber wir haben es relativ gut töten können. Oh, ich habe irgendwas unlocked, scheinbar. Dadurch, dass ich jeden Boss einmal getötet habe. Das ist doch cool. Mist, meine Drohne liegt leider da oben jetzt. Das ist nicht so schön. Au. Au, 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 au. Jetzt ist meine andere Drohne auch noch tot. Und ich glaube, ich belebe die nicht wieder, weil das zu teuer ist. Ich glaube, dafür lohnt sich das nicht. Oder? Zu wenig Platz, zu wenig Platz.
Da. Ich muss vor allem nochmal hoch, um wieder zu dem scheiß Schrein zu kommen. Das nervt. Aber wenn ich jetzt hochgehe, bringt das nichts, weil hier nur noch die ganzen komischen Viecher spawnen. Wow, wie viele sind denn das? Okay, wenn ich die beiden tot habe, ist irgendwo noch ein Gegner. Den werde ich ja dann wohl auch noch finden. So. Irgendwo da unten? Was? Was? Hier unten? Hier? Oh, tatsächlich. Hier hängt noch so ein komischer Golem rum. Oh Mann, ey. Peng. Okay, auf zum Schreien und wir müssen nochmal nach ganz oben dafür. Aber ich habe noch so viel Geld. Eigentlich könnte ich dafür noch irgendwas Sinnvolles tun. Wir sind schon wieder auf Medium. Na, ganz prima. Ich glaube, das war ein Charakter, den ich gerade irgendwie unlocked hatte. Ist natürlich auch cool. So. Gehen wir erstmal weiter, kriegen einen Haufen Erfahrung, weil wir noch so viel Geld übrig haben. Ich glaube, das lohnt sich insgesamt eigentlich nicht. So, da oben war noch nie irgendwas. Das heißt, wir gehen hier unten lang und finden schon wieder diese Drecksviecher, ne? Ja, diesmal gehen die deutlich besser tot, aus Gründen, die ich noch nicht so richtig nachvollzogen habe. Wir sind immer noch nur Stufe... Ja, wobei, wir haben auch gerade das Item benutzt. Das heißt, macht schon Sinn, dass wir die halbwegs ordentlich töten konnten. Ist hier irgendwas? Ja, da oben ist eine Truhe, die allerdings 100 Dollar kostet. Eieiei. Das ist eine Menge. Peng. Sehr gut. Da reicht auch das Geld für die Truhe. Oh, das ist ein... Warum ist das schon wieder das gammelige Bouncing Brain? Warum kriege ich gerade nur komische Use-Items? Ist doch blöd. So, reicht das? Nein, das wird nicht für die Truhe reichen. Das Geld von denen reicht auch noch nicht für die Truhe, wenn ich die denn alle tot habe. Oder? Nee. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warum hat denn der sich jetzt so schnell noch umgedreht? Ich gehe mal lieber... Jetzt reicht es aber. Ich habe eine Einkaufstasche gefunden. Enemies drop extra Gold. Ja, warum nicht, ne? Ist erstmal schön grundsätzlich. Ich will hier mal gerade weg... Oh, shit. Weil ich... Da! Darauf konnte ich wieder nicht landen. Super. Gut zu wissen. Sterbt! Ein Level up. Das sieht man doch zumindest halbwegs gerne. Hier sind Schreine. Kommen die mir hinterher, wenn ich hier runterspringe? Ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich schon. Nee, doch nicht. So, zumindest einmal den Schrein benutzen, denke ich, lohnt sich, weil halt was rauskommen kann für recht wenig Gold. Ich sage immer Gold. Warum sage ich immer Gold? Egal. Oh, da ist der Boss-Schrein, aber da hinzugehen lohnt sich gerade auch noch nicht so richtig. Ja. Hier kann ich scheinbar nirgends draufstehen. Ist auch schon mal schön zu wissen. Das ist irgendwie ungünstig, dass ich bei den meisten Sachen irgendwie überhaupt nicht weiß, wo ich lang kann und darf und soll und muss. So crap. Ich erinnere mich, dass ich hier mal einen Magmawurm, mich einen Magmawurm gekillt habe. Oh, ein Lock. Cool, cool, cool. Irgendein Collectible. Die könnte man sich dann auch noch alle irgendwie durchlesen und dann wahrscheinlich ein bisschen Story mitkriegen, aber irgendwie mache ich das in solchen Spielen hier dann immer nicht. Mit der Story. Ich weiß noch nicht, ob euch das so richtig interessiert mit der Story in solchen Dingern, aber wenn doch, dann müsst ihr mir das einfach mal sagen. Dann mache ich vielleicht mal einen Lesenachmittag oder so. Story lesen und so. Ich mache das jetzt schon.
Weil ich nicht das Gefühl habe, hier ist irgendwas. Oh, ein Ancient Wisp. Na, das klingt ja schon total toll. Was ist ein Ancient? Oh, der ist da unten. Und er sieht fies aus. Und ich sollte erstmal versuchen, das hier zu überleben, was auch schon sehr schlecht aussieht gerade. Oh Gott. Ah. Wie soll ich den da unten überhaupt töten? Der steht doch da. Crap. Ah. Da ist ja überhaupt Platz, um irgendwas zu bekämpfen. Hilfe. Ah. Ich will nicht. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Okay, wenn da natürlich mal irgendwas explodiert, ist das schon ziemlich gut, aber das muss dann auch erstmal passieren. Level Up, Dankeschön für das Level Up. Erstens mehr Schaden, zweitens habe ich hier jetzt das komische Ding stehen, in dem man sich auch noch regeneriert. Ja, nein, ich will da gar nicht runterrutschen. Ja. Hehe. Explodiert alle. Ah. Dreckiger Jellyfisch, ne? Dreckiger Jellyfisch. Komm, Drohnen. Tötet die komischen Viecher da vorne erstmal. Hehe. Hehe. So, jetzt muss ich tatsächlich zu dem Wisp hier runter, ja? Das ist doch... Alter Schwede. Wow. Okay, Fazit, immer wenn er diesen komischen Kram da macht, muss ich da definitiv weg. Oder einfach nicht drinstehen. Das geht natürlich auch. Also bisher konnte er jetzt noch nicht so richtig viel. Aua. Diesmal hat er mich getroffen, aber auch das hat nicht allzu viel Schaden gemacht, muss ich ja einfach mal sagen. Hä? Kommen noch Gegner raus. Aber ich habe ja die Drohnen. Das geht eigentlich. So schlimm war das jetzt gar nicht. Da haben wir noch Remaining Enemies. Ah. Da oben sind zwei davon. Drei Stück haben wir. Das heißt, irgendwo fehlt dann noch einer. Ich habe noch wieder so viel Geld. Die müsste ich eigentlich irgendwas anfangen mit dem Geld. Ich habe das Gefühl, so richtig was tot kriege ich eigentlich nur mit den Drohnen, wa? Ist nicht gut eigentlich. Ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Stirb! So. Irgendwo ist hier hinten noch ein Gegner. Au. Oben. Irgendwo oben ist noch ein Gegner. Ah, ich benutze mal nochmal den Schrein. Ich habe ja genug Geld. Wir sind zwar gleich schon wieder auf Very Hard und ich kriege wahrscheinlich böse auf die Fresse bei der Aktion. Aber hey. Hallo? Gib mir noch irgendwas. Eine Gitarre. Na gut. Oder eine Ukulele, Entschuldigung. Das ist natürlich eine Ukulele. Oh, da. Da ist erstens der Gegner und zweitens ist das auch noch ein Schrein. Mit mehr Gitarre. Ukulele. Oh. Slow Enemies on Attack. Das klingt gut. Dem nehme ich. So. Wo war hier der? Da ist der Schrein. Ein bisschen Beeilung. Bevor wir bei Very Hard sind. Frozen Thundra, Tundra. Wie auch immer. Komme ich da ganz hoch irgendwie? Bringt mir das irgendwas, hier zu sein? Ach Gott, nein. Die komischen Robotergeräte. Uah. Und das jetzt sogar noch in schneller. Super. Das ist ja hier nur vertikal. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Habe ich überhaupt keinen Platz zum Kämpfen und so. Ganz prima. So. Das Geld reicht für überhaupt nichts. Das ist schlecht. Brauche mehr Geld. Ich dachte gerade, ich explodiere, weil irgendwas passiert ist. Hüpf. Hier oben ist gar nichts. Das ist ja ganz toll.
Und da kommen die Typen ja auch wieder. Stimmt, da war was. Stirb, danke. Ich weiß nicht, was das da ist, aber es scheint eine ziemlich geile Drohne zu sein, wenn die so viel kostet. Alter. Da oben ist schon wieder irgend so ein komisches Champion-mäßiges Vieh. Hm. Stirb! Verdammt, stirb! Wenn das schon so lange braucht, möchte ich gegen das komische Champion-Vieh eigentlich gar nicht kämpfen. Oh. Da ist noch der Schrein, aber ich glaube, ich möchte... Ich bin erstmal zu... Shit. 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 Ich möchte erstmal die Truhe, wollte ich sagen, eigentlich. Aber die kann ich mir scheinbar auch noch nicht so richtig leisten. Toll. Doch jetzt. Hilft mir... Crap. Gerade auch noch nicht so hundertprozentig. Oh Gott. Au. Er hat mich getroffen. Nose. Level up. Gibt ein bisschen Leben und so. Okay, den krieg ich tot. Eieieiei. Ist ja gemeingefährlich. Hier sind wieder tausende von den komischen Drohnen-Dingern. Aber ich habe mehr Drohnen. Drohnen. Oh oh. Ein paar Bühe oder sowas. Oh crap. Und der denn? Okay, ich habe jetzt haufenweise Leben. Quatsch, Leben, sage ich schon. Geld. Was ganz cool ist grundsätzlich. Dann kann ich das Ding zum Beispiel aufmachen und kriege da nur das gammelige Eck draus. Na toll. Das bringt mich gerade nicht so richtig weiter irgendwie. Hilfe! Oh shit! Das Anstürmen ist nicht gut, das macht einen Haufen Schaden. Au! Tötet! Tötet, meine Freunde, tötet! Das ist ein Schrein, ich glaube, ich muss zu dem Schrein. Crap. Okay, er ist tot. Immerhin. Dann kann ich... Oh shit. Und es gibt hier ungefähr gar nichts. Die heilen sich gegenseitig. Das ist ja auch total super. Ach du gute Güte. So, was ist das für eine Drohne? Naja, es ist irgend so eine Drohne. Moment, wenn ich da runterspringe, dann komme ich da hin, ne? So, ja. Ich habe noch diesen komischen Eimer hier. Da, da, aua. Das war gar nicht so viel Schaden, das ging doch. Noch ein Ei. Guck mal, jetzt heile ich, glaube ich, schneller. Man kann die ja irgendwie scheinbar alle irgendwie so ein bisschen stacken. Jetzt habe ich 3 von diesen komischen Eiern. Habe damit, glaube ich, relativ viel Lebensregeneration. So. Oh, das Ding. Das war, ach, das mit den Geistern. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich mag die Drohnen eigentlich, weil die funktionieren. Haben bisher immer funktioniert. Erstmal, deswegen behalte ich erstmal die Drohnen. Machen definitiv erstmal Schaden. Oh. Hilfe. Und ich glaube, ich sollte langsam schon wieder in Richtung Boss gehen. Mit dem Problem, dass hier erstens haufenweise Gegner rumhängen. Da. Und ich zweitens auch noch nicht wirklich alles erkundet habe, glaube ich. Boom. Irgendwas. Shit. Irgendwas heilen, das ist da, wollte ich sagen. Oh crap. Oh crap. Ein Scavenger-Dude. Der hat mich beim letzten Mal, glaube ich, schon ziemlich genatzt, oder? Nee, doch. Nee, stimmt gar nicht. Beim letzten Mal habe ich den getötet, aber. War trotzdem erstmal ein Boss, der. Shit, nicht gut war. Au. Oh shit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Au.
Er hat mich weggeschossen. Ein neuer Rekord, ein neuer Goldrekord. Und wir haben etwas unlocked und das ist ein neuer Playable Character. Cool. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ich bleibe jetzt, gehe wieder in das Main-Menü zurück und würde sagen, das war die zweite Session von Risk of Rain. Wir sind ganz gut weitergekommen eigentlich. Also erstens bin wieder ins dritte Level gekommen. Das ist also, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich musste ja quasi nochmal von vorne lernen. Das Ganze jetzt in schneller und irgendwie, ich muss sagen, das macht es ein bisschen interessanter, cooler. Macht durchaus mehr Spaß so. Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet, den ich, glaube ich, beim nächsten Mal dann auch mal ausprobieren werde. Und ja, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.